Ja, Vien, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Legend of Zelda Ocarina of Time Randomizer. Wir sind bei der letzten Folge gegen Ende zum ersten Mal gestorben, gegen diesen ätzenden Stahlfossritter. Und jetzt stehe ich hier im Feuertempel und muss erstmal überlegen, wie der überhaupt ging. Ich bin nämlich hier an der Feuerwand hängen geblieben beim letzten Mal. Ja, hier, und dann habe ich realisiert, warte mal. Ja, doch hier hoch. Das letzte Mal Feuertempel ist schon echt lange her. Genau, wir kommen da aber nicht weiter. Müssen hier, glaube ich, irgendwas... Was mussten wir denn da tun? Ich glaube, irgendwelche Leute befreien oder Räume clearen oder so. Aber wir können das hier machen. Zack. Und zack. Geht's hier weiter. Mal schauen, wie weit wir letzten Endes im Feuertempel kommen, bevor wir irgendwo den Bogen brauchen. Oh, muss ich erst überlegen. Der Feuertempel ist das letzte Mal bei mir. Boah. Okay, das funktioniert. Hier gibt es eine Schlüsseltür. Aber wir haben noch keinen Schlüssel. Dann mal schauen, ob ich hier irgendwo über die Plattform ankomme. Ah ja, die lösen sich auf. Hol ich von denen Schaden? Ja. Aber nur sehr wenig. Also, durchaus vernachlässigbar. Aber was musste ich sonst tun? So, das Ding verschwindet. Muss doch erstmal auf die Wanderplattform kommen, oder? Geh mal hier drauf. So. Dann komme ich zurück zur Brücke. Ah, ich glaube, da drüben geht's. Hopp. Oh, das hat funktioniert. Dann einmal hier rüber. Und dann... Oh, das funktioniert nicht so richtig. Ah, doch, das hat geklappt. Schön. Gibt's hier? Gibt's eine Fee? Nö, nix. Schade. Ich habe nämlich keine Fee mehr, ne? Die letzte ist ja draufgegangen bei unserem unbequemen Encounter mit dem Stahlfossritter heißen die Dinger. Oder waren das Panzerritter? Nee, Stahlfoss waren glaube ich die anderen. Das waren die. Ja, die anderen. die mit dem. Diese Skelettritter, glaube ich, oder? Naja, jedenfalls gibt es hier einmal eine Spinne und einmal einen Goronen. Aha, okay, eine Wand, die sprengen kann, hört sich anders an als eine normale Wand. Kann die Spinne uns wenigstens was Schönes geben? Oh, einen Schlüssel, sehr schön. Dann geht's an der Stelle weiter und ich guck grad mal, was mein Tracker hier sagt. Ich glaube hier, The Skulltula Fire Temple Basement. Nee, ist doch nicht die, ist eine andere, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Schlüssel. So, mal gucken. kann ich hier bei dem Tracker, den ich hier offline quasi habe, nicht eintragen. Aber ist ja jetzt nicht so wichtig. Oh, damit kommen wir schon mal einen Raum weiter. Das ist doch schön. Ich weiß nicht, inwiefern hier der Algorithmus des Randomizers funktioniert. Das ist hier dann Sackgassen. Also wird keine Sackgassen geben. Also, was wollte ich sagen? Genau, meine Angst ist ja, dass wir hier irgendwo nicht weiterkommen, weil wir den Bogen für irgendwas brauchen. Und ich hoffe halt, dass wir nicht stuck sind in dem Tempel, weil irgendwo ein Schlüssel hinter dem Bogen ist. Ja, weil die Schlüssel sind ja auch alle auf andere Kisten jetzt verteilt. So, im selben Dungeon. Also so krass wollte ich es dann nicht machen, dass die Schlüssel... Man kann ja auch Key Sanity einstellen, ne? Dann sind die Schlüssel wirklich überall in der Welt verteilt. wie ging der Spaß denn hier? kann ich doch nicht draufklettern. So, der schießt nach oben. Da komme ich nicht ran. Ecke? Nö, das funktioniert nicht.
Eigentlich komisch, ne? Man hat die Rüstung, die einen vor der Hitze in einem Vulkan schützt, aber die Feuerwand nochmal in der Hitze drin. Nee, das geht nicht. Undurchdringbares Hindernis. Aber komme ich doch hier gar nicht weiter? Das ist doch kacke. Dann habe ich erfolgreich den Schlüssel verschenkt. Den hätte ich woanders verwenden können. Verdammt. Da hinten ist noch was, aber da komme ich da auch nicht hin. Bin ich hier irgendwo noch was? Nee, geht's auch nicht lang. Ja, ich kann hier. Hab ich doch. Gucken, ob ich hier. Ich guck. Geh nochmal auf diese bewegliche Plattform. Ja, nicht so. Und dann. Komm ich mit dem Haken irgendwo hin? Nö. Nö. Oh doch! Jawohl! Was gibt's hier? Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich dafür extra diesen akustischen Hinweis gebraucht hätte, aber das sieht mir sehr nach einer Wand aus, die ich sprengen kann. Tada! Gibt's hier irgendwas? Ja, hier haben wir ein Was soll ich denn hier machen? Kann ich den hier irgendwie... Kann ich den nicht rausholen oder irgendwas? Das checke ich nicht. Jetzt vielleicht wieder irgendwas, was ich sprengen kann. Oder so. Nicht so aus. Ich bin etwas ratlos. Was möchte das Spiel mir hier sagen? Kann ich hier nichts tun, offensichtlich. Den Hammer kaputt kriege ich das vor auch nicht. Sprengen kann ich sicherlich auch nicht. Dann checke ich aber echt nicht, was das soll. Wofür gibt es diesen Raum? Hä? Ich bin sehr irritiert. Generell habe ich damit auch irgendwie nicht mehr so richtig einen Plan, was ich noch machen kann. Im Feuertempel. Das war's schon, oder? Irgendwie ein bisschen dünner. Ich bin irgendwie sehr verwirrt. Ist das eigentlich ein Master Quest? Nee, das ist ein ganz normaler. Dann stände da ein MQ. Ich glaube, da gibt es gar keine Master Quest-Variante vom Feuertempel. Der ist einfach so blöd. Ganz ohne Master Quest. Na komm, hoch mit dir. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten? Andere Räume, irgendwas. Hier tut sich nämlich auch nichts. Toll. Danke, Navi, für den Hinweis. Ja, ich weiß, ich sehe das. Ich komme da nicht durch. Ups. Doch, ich komme über die Wand. Dann müssen wir doch wohl den uns doch mit dem Ritter nochmal prügeln. Irgendwo gab es doch eine Fee. Ah. Nö. Überall gibt es nichts. Toll. Und hier war ich ja schon. Hier gab es auch nichts. Doch, hier gab es einmal den Schlüssel. Genau. Und auch hier das Goron, an dem wir nicht rankommen. Da müssen wir genau auf die andere Seite kommen. Dann geht's ja nur in die Richtung. Da müssen wir wohl oder übel an dem Dicken vorbei. Weiß ich immer noch nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon eine Bombe hingelegt, oder? Ich mach das nochmal. Okay, ein Song spielen. Ich habe beim letzten Mal schon versucht, den Song zu spielen. Ja, das hat auch nichts gebracht, glaube ich, ne? Ups. Sonst würde es ja auch dastehen. Ups. Controller gegen Schreibtisch gehauen, sorry. Ja, da tut sich nichts. Dann geht's erstmal weiter.
Dann wird es vielleicht einfach Safe State regeln müssen. Erstmal muss ich die Plattform überleben. Warum auch immer die noch da sind. Was auch immer das bringen soll. Gibt's hier noch eine Fee? Nö, hier gibt's eine Bombe. Bin nämlich jetzt schon eigentlich hart angeschlagen. Da gibt's die Fee. Die sammle ich erstmal ein. Yeah. Okay. Ups. Vor lauter Aufregung die Stiefel angelegt. Hier nehmen wir einen Haken. Und. Ach, der. Der regelt erst, wenn ich ihn haue, ne? Noch eine Bombe. Gibt's auch irgendwas? Bombe. Ah, hier ist noch eine Fee. Na komm! Nein, verschwinde doch nicht in der Wand! Hallo? Komm. Gut, komm. Ich könnte meine Käfer eigentlich freilassen und die Fee nochmal. Brauche ich ja. Denke ich eh nicht mehr. Ich habe alle Käferlöcher abgehakt. So ziemlich. Also abgesehen von. Ich glaube, in der Wüste ist noch. Ist noch ein Loch, aber da kommen wir ja jetzt nicht hin. Da ist die Fee weg. Es waren, glaube ich, sogar zwei Feen, die verschwunden sind. Feen hassen mich. Respawnen die wenigstens. Zumindest die Platten respawnen natürlich. Das sieht schlecht aus. Ah, komm. Schön. Okay, die respawnen, das ist sehr gut. Dann kann ich hier auch immer wieder Feen nachtanken. Gibt's ja hier noch eine, oder? Wieder? Yeah. Die haut's wieder ab. Ey, wer sich das damals hat einfallen lassen, ne? So. Mein Freund. Weiß ich mal. Safe State. Eigentlich will ich herausfinden erstmal. Wenn ich nehme den Hammer und die Bombe. Kann ich den Typen nicht einfach mit Bomben beschmeißen? Hier ist ja noch was. Ich glaube, das passt da sich nichts. Nö. Ist das vielleicht einer der Steine, die ich. Nee, ne? Die haben ja. Nee, das ist ja auch Quatsch. Die Steine, die ich mit der Hymne der Zeit bewegen kann, die sind ja alle. Die sehen immer gleich aus. Das ist da, wo dieses Sonnenzeichen drauf ist. Diese. Ne, die auch hier im Tracker sehen könnt. Sieht meine Maus hier gar nicht. Ah, jetzt. Ne? Da. So sehen die, glaube ich, immer aus. Von daher. Brauche ich eigentlich gar nicht rumprobieren. So. Also, jetzt habe ich ein Safe State gemacht und jetzt will ich diesen doofen Typen hier. Zeit für den Dark Souls Bosskampf. Der Iron Knuckle. Das eiserne Handgelenk. Strike when it drops its guard. Das war einfach mehr. Magst du Bomben? Ich muss ihn erstmal treffen. Na komm her, komm her. Ja, das funktioniert. Hat mich jetzt nur 4 Herzen gekostet. Autsch. Gut, ich bin jetzt schon wieder tot. Ich krieg den, ich bin irgendwie zu dumm für den. So, jetzt haut er zu. Jetzt habe ich den Trick. Haha! Okay. So funktioniert der. Das ist ja, dann ist er easy. Cool. Komm ich ja weiter. Oh, hier ist der Tanzende. Dervish. Wie ging der denn schon wieder? Ich glaube, da bin ich am besten dran mit dem hier. Navi hat doch bestimmt ein Hallo. Ja, Navi. Extinguish its flaming.
Also das Zielsystem mag mich gerade irgendwie auch nicht so. Warum? Aha. Aha. Das ist doch richtig in Erinnerung. Ich muss Link nur noch mal treffen. Da hat man schon dieses Lock-on-Feature. Dann haut Link immer grandios daneben. Na, jetzt komm. Komm, nochmal. Okay. Aber das sieht gut aus. Oh, er ist grün. Bleib stehen. Scheiße. Das ging mir zu schnell. Wo ist er? Geschafft. Yeah, wir kriegen eine Kiste. Hoffentlich mit einem Schlüssel. Oder mit dem Bogen. Das wäre super. Dann könnten wir den ganzen Dungeon hier einmal durchgehen. Bin gespannt. Oh, okay, der Boss-Schlüssel. Das ist schön. Bringt uns zwar noch nicht so viel, aber ist schon mal ein Anfang. Schauen, wo lang es weitergeht. Ah, hier gibt es wieder ein... Ah, hier gibt es noch eine Kiste. Hier gibt es noch einen Dude zu befreien. Cool. Aha, und da ist die andere Ocarina. Jetzt haben wir die Ocarina of Time. Das war ja genau das, was ich meinte. Wir hatten diesen Hinweis bekommen von dem Stein, dass die Ocarina... Ja, du darfst gehen. Ja, ja. Dass wir im Feuertempel eine Ocarina finden, woraus ich ja dann geschlussfolgert habe, dass wir die gar nicht brauchen. Deswegen ist es auch relativ sinnlos, dass wir die... Also, ich glaube, die bringt uns jetzt tatsächlich gar nichts. Ich kann mal gucken, ob der Tracker irgendwie sich verändert. Habe ich hier die eingebe? Aber ich glaube, nein. So, damit haben wir die Fire Dancer Chest und Boss Key Chest. Ich glaube, das ist, glaube ich, die normale Boss-Schlüsselkiste gewesen, die es auch gibt. Da bin ich nur jetzt etwas überfragt, wohin es weitergeht. Komme ich überhaupt irgendwo noch lang? Brauche ich irgendwo irgendwas Besonderes? Jetzt irgendwie in der Sackgasse, kann das sein? Aber warum? Ich dachte, das Einzige, was uns aufhalten kann, ist irgendwas, wofür wir den Bogen brauchen, weil ich habe doch sonst alles. Ich habe... Ja, jetzt habe ich alle Ocarinas. Okay, ich kann keine unsichtbaren Wände wegmachen, aber ich glaube nicht, dass es... Ah, ich bräuchte, glaube ich, hier das Feuer-Inferno oder so, ne? Oder irgendwas... Ja, ich glaube, hier um... ich muss hier Feuer machen. Und ohne Dienst Feuer-Inferno... Komme ich da nicht weiter? Da tut sich nichts. Ich glaube, dann entzündet sich hier... Ne, dann öffnet sich, glaube ich, hier die Tür und dann geht's weiter. Das heißt, damit sind wir durch im Feuertempel. Schade, schade. Hätte mir ein bisschen mehr erhofft, hier voranzukommen, aber... eigentlich war das ziemlich sinnlos. Wir haben nur die Ocarina gefunden, die uns eh nichts bringt. Weil wir haben ja schon eine. What a thrill. Ja, und dann haben wir eigentlich nur Schlüssel gefunden. Wo wir also auch nicht so wirklich weiterkommen. Oder? Ich sehe gerade. Zeigt der Tracker? Hier, Track OOT, zeigt mir jetzt, wo ich den Boss-Schlüssel habe, noch mehr an. Aber wie komme ich denn durch die erste Tür, bitte? Wie komme ich generell weiter? Big Lava Room. Ich muss irgendwas im Big Lava Room schaffen. Guck da nochmal hin. Irgendwo, ich glaube, ich habe noch irgendwas übersehen. Also hier hoch. Oh, Maus weg. Gibt's hier noch irgendwas? Irgendwas Sinnvolles? Irgendwas, was ich übersehen habe. Irgendeine Kiste. Kann ich noch irgendwas anderes tun?
verstehe es nicht. Hier, das, das hat ja nicht funktioniert. Hier kann ich ja... Oder kann ich... Ah, Moment. Aha, ich komme doch hier irgendwo... Oh, hier? Nö. Ah? Nö. Haha! Ich bin blöd. Natürlich geht's hier weiter. Eieieiei. Ich weiß schon, der Titel für die Folge ist irgendwie verloren im Feuertempel oder sowas. Ja, cool. Gibt sogar ein Herz. Schön. Gibt's hier drüben noch was? So. Lüpp. Dann gibt es nochmal ein Herzchen. Viel mehr. Oh. Das hat nicht funktioniert. Gut, dann hier nochmal hoch. Oder viel mehr als das Herzchen gibt es dann auch gar nicht. Nö, hier gibt es nur Herzen. Aber ich kann ja dort hoch. Nein! Link, du Trottel! nochmal. Das Ganze. Ja, komm. Jetzt mache ich hier ein Safe State, damit ich hier nicht 100-mal hoch und runter klettern muss. Bis doch. Ja. Nee, es funktioniert wirklich nicht. Aha, das klappt wirklich nicht. Ich muss in dem Moment... Ja! Yeah. Okay. Weiß nicht, ob das so geplant ist, aber das hat funktioniert. So. Weiter geht's. Es läuft doch gerade. Auch wenn ich mich hier richtig doof anstelle. Hier gibt's eine große Kiste und ich komme da nirgends ran. Hier gibt es noch ein Steinchen. Mhm. Geht's hoch. Da hoch, da geht's hoch. Gibt's wieder eine... Okay, kann ich damit irgendwas sonst noch machen? Außer das anzünden, weil das funktioniert offenbar nicht. Ich muss irgendwo das Feuer-Inferno finden. Ja. Da bin ich ja richtig weit gekommen. Wahnsinn! Nu? Kann ich irgendwo wieder mich irgendwo hoch langhaken? Nee, sieht nicht so aus. Oder doch da. Doch, da kann ich doch hoch. Oder auch nicht. Warum gibt's da eine Kletterwand? Wo ich nicht hinkomme. Große Verwirrung. So, bevor ich hier weiter rumirre, gucke ich mir mal ganz schnell an, ob es irgendwo noch eine Kiste in dem anderen großen Raum gibt, in dem großen Lavaraum, die ich irgendwie übersehen habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das war jetzt eine längere Pause für mich. Ich habe mich fleißig durch Walkthroughs geklickt und war sehr verwirrt, bis ich gecheckt habe, die Version des Feuertempels, hier mit der Feuerwand, wo man Deans Feuerinferno braucht, um links in den Raum zu kommen, wo dann auch der Boss ist. Das ist die Master-Quest-Variante. Und deswegen hat das hier alles nicht so richtig funktioniert. Deswegen hatte ich hier ganz am Anfang schon diesen krassen Eisenfürsten, was auch immer. Das heißt, ich komme hier nicht weiter. Und das finde ich aber interessant. Ich habe Feuerpfeile, aber keinen Bogen. Lull. Gibt es eine Möglichkeit, an Pfeile zu kommen? Bium. Jetzt mal ganz doof gefragt, kann ich hier irgendwo Pfeile kaufen? Ich würde sagen, gab es die in Goronia zu kaufen? Da würde ich das dann mal nachschauen, weil dann würde ich nämlich trotzdem vorankommen.
Ansonsten brauche ich halt Feuerinferno und. Nee, halt. Feuerpfeile bringen ja. Funktionieren ja auch nur mit Magie, ne? Nee, dann hat sich das erledigt. Pfeile hin oder her. Ohne Magieleiste wird das nichts. Das heißt, im Feuertempel können wir erstmal nicht viel machen. Deswegen begebe ich mich wieder nach draußen. Und wir haben aber noch einen anderen quasi Dungeon frei. Und zwar die Gerudo-Festung. Weil ich habe dann realisiert, man braucht ja gar nicht den langen Haken dafür, sondern da reicht auch ganz einfach Epona. Und die haben wir. Das heißt, mit der können wir ganz einfach gleich im Gerudo-Tal einmal den großen Sprung über den Fluss, über die Schlucht wagen. Ich gucke erstmal, ob das hier, klappt. Wäre witzig. Dann wäre ich, dann könnte ich quasi mit Bossschlüssel sofort zum Chefe. Hier gibt es natürlich keine Pfeile. Na gut, dann hat sich das erledigt. Oh, ich könnte das noch ganz schnell über in Kakariko machen. Ich würde einfach mal schauen und wenn es da keine Pfeile gibt, und beziehungsweise wenn das nicht klappt, weil mir Magie fehlt, aber mir fehlt auch ein Bogen, deswegen vielleicht klappt's. Und wenn nicht, sehen wir uns. Leg gerade. Erstmal, ja, erstmal im Gerudo-Tal. Zum See können wir dann immer noch. Okay, wir haben es geschafft. Dann, okay. So, rufen wir einmal Epona. Ne, das war das falsche Lied. Damit rufe ich Zelda. Auf der möchte ich nicht reiten. Quark. Ja, sind ja dieselben. So viel Variationen gibt es ja nicht an Tasten und Tönen, aber ja, so rum. Dann kommt sie. Gute. Auch nicht. Hallo. Da ist sie. Wo auch immer du jetzt herkommst. So, jetzt ist die Frage, wie weit. Ich mache hier nochmal wieder sicherheitshalber den hier. Ich glaube, das. So klappt das schon. Oh, doch! Nice! Okay. Ja, das war's schon. Cool. Danke, Epona. Kannst wieder, keine Ahnung, pro fressen oder so. Genau, in der Gerudo-Festung gibt es dann die Zimmerleute, die wir befreien müssen. Da geht's auch gleich hin. Running Man. Gibt es noch irgendwas? Müsste es doch irgendwo noch Spinnen geben, oder? Das hatte ich beim letzten Mal schon festgestellt, aber jetzt ist natürlich wieder Tag. Dann mal das Ganze verdunkeln. Dann können wir nochmal hier die Spinnen einsammeln und hier gibt es verdächtig aussehende Felsen. Schab, schab. Stimmt hier dahinter versteckt, ne? Okay. Ah, das ist eine Kiste. Die nehme ich auch. Oh, ein Herzteil. Schön. Ah, das klicke ich kurz ein. Blip. Oh, wo ist denn hier? Wo ist sie hin? Da. Einmal. Und du hast für uns noch ein Token. Yay. 33. Und ich glaube, hier hinterm Zelt gab es noch eine. Genau, da. Aber viel mehr ist es dann auch nicht mehr. Was in die Festung geht. Ist das, heißt das, wir kriegen Magie oder ist es nur ein Fläschchen? Wir haben eine Magieleiste. Na, endlich. Och, geil. Moment. Hier klicke ich erstmal in meinem Tracker. Da. Oh, ist das schön. Das heißt, damit können wir auf jeden Fall Dinge mit dem Auge der Wahrheit oder wie auch immer man es nennt, machen. Wir können das Truhenspiel spielen. Und viel mehr können wir, glaube ich, noch gar nicht machen, weil da fehlt uns noch das der Song of Storms. Also der Brunnen klappt noch nicht. Aber ja,
Vielleicht gibt es was Schönes beim Truhenspiel. Ansonsten würde ich sagen, ich stürze mich in die Festung und die sehen wir dann aber, oder seht ihr dann bei der nächsten Folge, wenn ich da noch verzweifle permanent und mich dumm anstelle. Aber hey, dafür, wahrscheinlich guckt ihr das deswegen. Zelda gut spielen oder schnell spielen kann ja jeder. Also dann bis zum nächsten Mal in Gerudo's Fortress. Bis dahin, ciao.